William Lustigs Maniac ist nicht nur wegen der extremen Gewaltdarstellung oder wegen der großartigen schauspielerischen Leistung von Hauptdarsteller Joe Spinell in die Filmgeschichte eingegangen. Nein, der Film bringt auch noch eine interessante Zensurgeschichte mit sich. Und mit interessante Zensurgeschichte meine ich in diesem Fall nicht nur, dass es eine Zensurgeschichte gibt, sondern dass die Geschichte hinter diesen einzelnen Fassungen tatsächlich wirklich interessant ist. So haben wir uns vor kurzer Zeit in einem separaten Schnitt Bericht bereits mit der gekürzten alten deutschen Kinofassung des Films beschäftigt, eine Version des ehemals beschlagnahmten Films, die an genau einer Stelle um genau wenige Sekunden erleichtert wurde. Ob sich dabei damals wirklich um einen bewusst gesetzten Schnitt oder vielleicht doch einfach nur um einen Masterfehler handelt, das ist zum heutigen Zeitpunkt einfach nicht mehr zu reproduzieren. Aber die deutsche Kinofassung von Maniac von William Lustig ist nicht das einzige Fassungskuriosum, das dieser Film zu bieten hat. Und deswegen möchte ich mich im heutigen Schnittbericht mit dem sogenannten Director's Cut beschäftigen. Dieser Director's Cut hat ebenfalls eine interessante Geschichte. So heißt es quasi, dass es in dem Film eine relativ lange Dinner-Szene mit Joe Spinell und Carolyn Monroe gibt, die Regisseur Bill Lustig eigentlich nie besonders leibend fand und deswegen aus seinem Director's Cut wieder raushaben wollte. Klingt also nach einer einfachen Aufgabe für den Schnittberichtautor, es fehlt quasi eine Szene. Denkste. Insgesamt unterscheidet sich der Director's Cut nämlich in 12 verschiedenen Szenen von der ungeschnittenen Kinofassung. Das ist allerdings nicht das einzige Kuriosum rund um diese Fassung, obwohl William Lustig den Director's Cut von Maniac angefertigt hat und mit Blue Underground auch noch das Label besitzt, das den Film Maniac seit Ewigkeiten auf Blu-ray und mittlerweile in Amerika auch als 4K UHD Blu-ray veröffentlicht hat, hat er seinen, unter Anführungszeichen, Director's Cut noch nie veröffentlicht. Alle Releases von Blue Underground von Maniac enthalten ausschließlich die alte bekannte Kinofassung mit circa 88 Minuten Laufzeit und nicht den Director's Cut, die ja angebliche Wunschfassung von Regisseur William Lustig. Diesen Director's Cut gab es in Amerika bislang nur auf den alten DVD- bzw. Laserdisc-Ausgaben von Elite Entertainment zu sehen. Man könnte vielleicht sogar vermuten, dass die einfach ein fehlerhaftes Master gehabt haben und die Dinner-Szene selbst rausgeschnitten haben, um das dann als Director's Cut zu bezeichnen. Anyways, der erste, wirklich qualitativ extrem hochwertige Release dieser Director's Cut-Fassung, den fanden wir im deutschsprachigen Mediabook des Films von Nameless Media. Da sind nämlich neben der ungeschnittenen Kinofassung und der deutschen Kinofassung, mit der wir uns beschäftigt haben, eben auf Basis des neu restaurierten 2018er Masters auch der Director's Cut von William Lustig zu finden, wo eben neben der angesprochenen Dinner-Szene auch einige andere Details fehlen. Und das möchte ich mir mit euch jetzt im heutigen Schnittbericht näher anschauen. Erster Schnitt. Wir beginnen mit einer Handlungsszene. Da haben wir nämlich gerade gesehen, wie Joe Spinell mit den beiden Prostituierten in das Lokal oder in das Hotel gegangen ist und nachdem er die Rezeption mit seiner Prostituierten, die er dann in weiterer Folge auf dem Hotelzimmer ermorden wird, verlassen hat, dreht sich der Rezeptionist eigentlich noch zu der zweiten Dame um und sagt noch zu ihr, und was kann ich für Sie tun, Madam? Woraufhin sie ihn als Witzbold bezeichnet. Eine circa 6-sekündige Szene, die aber im Director's Cut des Films nicht zu sehen ist. Zweiter Schnitt. Wir befinden uns jetzt eben genau in der Szene mit Joe Spinell und der Prostituierten auf dem Hotelzimmer und da gibt es eine Einstellung der Prostituierten, die in der Kinofassung einfach um eine Sekunde früher einsetzt als im Director's Cut. Dritter Schnitt. Und wir haben quasi dasselbe Spiel wie im zweiten Schnitt. Auch dieses Mal setzt eine Aufnahme der Prostituierten im Director's Cut erst verspätet ein. Diesmal handelt es sich allerdings nicht um nur eine Sekunde, sondern sogar um etwas mehr als 3 Sekunden. Vierter Schnitt. Und
fragwürdigerweise vielleicht auch tatsächlich ein Gewaltschnitt im Master des Director's Cuts. Etwas, das man in diesem Fall allerdings auch nicht wirklich sagen kann, ob es sich tatsächlich um einen Gewaltschnitt handelt. Denn die Szene, in der Joe Spinell die Prostituierte erwürgt, ist in der ungekürzten Kinofassung des Films wirklich unfasslich lang, und da könnte man auch eigentlich davon ausgehen, dass es sich vielleicht sogar auch nur um einen Handlungsschnitt handeln könnte, um die Handlung des Erwürgens einfach nicht ganz so absurd lang darzustellen. Wie gesagt, die genauen Hintergründe hinter dieser Fassung sind nicht ganz klar aus dem Internet ersichtlich, aber was natürlich ganz klar ist, ist, dass circa 20 Sekunden des Erwürgens in der Director's Cut Fassung des Films nicht gezeigt werden. Fünfter Schnitt, und auch dieses Mal wieder ein ganz seltsamer Schnitt, nämlich einer, der sogar unter 0,5 Sekunden nur dauert. Mittlerweile ist die Prostituierte ermordet worden, Frank stürmt in Richtung Badezimmer, und da beginnt eine Aufnahme, wo er von der Kamera weggeht, einfach ein paar Frames kürzer. Auf dem Screenshot ist an der Stelle natürlich nicht wahnsinnig viel zu sehen, weil das gesamte Bild der Kamera am Anfang der Einstellung eben noch von Spinells Luxuskörper verdeckt wird. Sechster Schnitt. Auch in diesem Fall gibt's wieder eine Außenansicht von Franks Atelier, die einfach nur geringfügig länger in der Kinofassung zu sehen ist. Dafür setzt dann allerdings auch die nächste Einstellung, in der Frank dann mit einer Schaufensterpuppe seine Wohnung betritt, etwas früher ein. Hier wurden quasi die Szenenübergänge auf beiden Einstellungen im Director's Cut ein bisschen verkürzt. Siebter Schnitt. Und wieder eine Handlung, die zwar grundsätzlich logischerweise im Director's Cut auch zu sehen ist, aber halt etwas kürzer. Auch hier wieder ein bisschen mehr als 3 Sekunden kürzer. Diesmal handelt es sich um eine Szene, wo das Pärchen, das gerade eben auf dem Rücksitz des Autos gesessen ist, sich in Richtung Vordersitz bewegt. Achter Schnitt. Und auch dieses Mal ein Schnitt, der circa 3 Sekunden lang ist. Da setzt einfach die Einstellung der beiden Mütter auf der Parkbank ein bisschen früher ein. Wir haben ja die spielenden Kinder auf dem Spielplatz bereits gesehen, und dann die beiden Damen, die sich unterhalten, sind natürlich auch im Director's Cut ausführlich zu sehen, aber an genau dieser einen Stelle dann doch ein bisschen kürzer. Neunter Schnitt. Wieder knapp 3 Sekunden, diesmal knapp unter 3 Sekunden, wurde eine Handlung im Director's Cut einfach verkürzt bzw. weggelassen. Wir sehen nämlich die Dame, die die Zeitung gelesen hat und darüber über Franks Morde informiert wurde. Aber in der ungekürzten Fassung dreht sie diese Zeitung dann noch einmal um und schaut sich auch einen anderen Artikel an. Zehnter Schnitt. Auch dieses Mal bekommen wir eine kurze Szene, kurz knapp unter 3 Sekunden, nicht zu sehen. Und zwar handelt es sich diesmal um die Einstellung der Fotoentwicklung, wo Carolyn Monroe nämlich ein Foto entwickelt, und auch das sieht man in der Kinofassung ein bisschen früher. Da sieht man nämlich noch, wie das Foto dann eigentlich gewendet wird. Elfter Schnitt. Und das ist quasi der Schnitt des Director's Cuts. Interessant, was haben wir dann eigentlich die letzte halbe Stunde gemacht? Anyways, das ist tatsächlich genau die Szene, die Regisseur William Lustig ganz absichtlich, offensichtlich eigentlich aus dem Film haben wollte, weswegen es mich dann eben fragt, wieso er die Fassung ohne diese Szene nie selber veröffentlicht hat mit Blue Underground, aber egal. Es gibt eine circa 130 Sekunden lange Handlungsszene, die eigentlich recht interessant ist, aber eigentlich den Erzählfluss des Films auch ein bisschen ausbremst. Der interessante Teil dieser Szene ist mehr oder weniger die Tatsache, dass sich Frank mit Anna unterhält und ihr dabei erzählt, dass sie ihn an seine verstorbene Mutter erinnert. Er zeigt ihr sogar ein Foto davon, und sie meint quasi drauf, oh ja, die ist wirklich schön, mit einer wirklich nicht ganz unmaßgeblichen Arroganz in diesem Fall eigentlich. Und dann informiert sie aber eigentlich Frank, dass sie dann doch bald eigentlich wieder gehen muss, weil sie hat ja noch ein Fotoshooting. Sie machen sich dann noch einen weiteren Termin aus. Anna bittet natürlich Frank um Verständnis dafür, dass sie jetzt schon wieder gehen muss und so viele Termine hat, weil ihr ist halt ihre Karriere schon sehr wichtig. Frank akzeptiert das Ganze, aber man muss natürlich dazu sagen, dass die Begeisterung auf seiner Seite an dieser Stelle dann doch eher als enden wollen zu bezeichnen ist.
12. Schnitt. Und einen zum Drüberstreuen gibt's noch ein bisschen unter 2 Sekunden diesmal. Wir sehen eben das nächste Opfer von Frank aka Joe Spinell, die sich in der Küche gerade noch eine Tasse Tee gemacht hat, aber dann geht sie ins nächste Zimmer und es setzt die Aufnahme der Tür, bevor sie durch diese geht, im Director's Cut einfach wieder etwas später ein. Und last but not least gibt's auch ganz am Ende von dem Film noch einen Unterschied. Da ist er nämlich wie bereits bei der alten deutschen Kinofassung beim rekonstruierten Director's Cut ebenfalls das Schwarzbild ganz am Ende des Films kürzer. Das ist ausschließlich bei der ungekürzten remasterten Fassung immer circa 15 Sekunden länger als überall sonst. Und das war's. Das waren die insgesamt 12 Unterschiede zwischen der Kinofassung und dem Director's Cut von Maniac. Einer Schnittfassung, die ich tatsächlich als ein kleines bisschen mysteriös einstufen würde. Grundsätzlich kann man die hier durchgeführten Schnitte zwar eigentlich verstehen, weil sowohl die längeren Kürzungen als auch die ganz kurzen Schnitte verkürzen tatsächlich Momente, wo man beim Anschauen des Films den Eindruck haben könnte, okay, Bastard. Könnte tatsächlich ein bisschen schneller geschnitten werden. Es ist durchaus möglich, dass sich Regisseur William Lustig für genau bewusst diese 12 Szenen für seinen Director's Cut entschieden hat. Es ist allerdings auch nicht auszuschließen, dass eben für diesen Director's Cut tatsächlich auf ein fehlerhaftes Master zurückgegriffen wurde und nur die Dinner-Szene entfernt wurde und Nameless dann quasi auf Basis der alten von Elite veröffentlichten Fassung halt die damaligen Masterfehler auch mit reproduziert hat. Wäre ja dann quasi dasselbe mysteriöse Spiel wie bei der alten gekürzten deutschen Kinofassung. Interessant an der Geschichte von William Lustigs Maniac Director's Cut ist für mich aber trotzdem in allererster Linie die Tatsache, dass er höchstpersönlich unter dem von ihm höchstpersönlich geführten Label diese Fassung nicht veröffentlicht hat. Wie es also tatsächlich zu diesem Director's Cut kam, ist fraglich. Fakt ist allerdings, dass wir auf der deutschen UHD Mediabook Veröffentlichung von Nameless alle drei gängigen verschiedenen Fassungen des Films vorfinden, was natürlich absolut großartig ist. Und für diejenigen, die sich jetzt interessiert haben dafür, wie die Unterschiede zwischen der Kinofassung und dem Director's Cut eigentlich sind, glaube ich, habt ihr hoffentlich die Verbringung eurer letzten 12 Minuten nicht bereut. In dem Sinne sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen beim heutigen Schnittbericht hier auf Playzocker Reviews. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder auf dem Kanal vorbeischaut, denn es wird in der nächsten Zeit hier definitiv noch weitere Schnittberichte geben. Ciao!